war vor über 40 Jahren durch einen Freund, der hat getaucht und der hat mich halt dann ins Westbad mitgenommen. Damals war da ein Tauchclub im Westbad und da bin ich dann dazugegangen oder da habe ich es mal probiert und da bin ich dabei hängen geblieben. Dann habe ich am Anfang ein bisschen getaucht, bin dann irgendwo davon weggekommen, habe dann jahrelang nicht mehr getaucht und dann vor 20 Jahren wieder ein bisschen intensiver. Da habe ich dann einen Dive Master zuerst gemacht, dann einen Tauchlehrer. Und so ist halt das dann gewachsen, dass ich halt dann mit der Zeit immer mehr gemacht habe und dann diese Kurse gemacht habe. Und dann ist halt das immer mehr geworden und hat mir auch immer mehr Spaß gemacht. Ich genieße halt die Ruhe, die Schwerelosigkeit. Ich finde das extrem entschleunigend. Also, dass man einfach mal den Alltagsstress ein bisschen entfliehen kann. Also, sogar bei uns da, wo man jetzt nicht so viel sieht oder so viele Sehenswürdigkeiten hat, ist das trotzdem für mich ein wunderschönes Gefühl, da schwerelos zu sein. Und wenn man das natürlich mit dem Urlaub verbinden kann, wo man im Meer schöne Fische, Korallen, schöne Farben und dann einfach ein tolles Umfeld. Ich bin jetzt nicht der Typ, der im Urlaub zwei Wochen lang bloß am Strand umeinander liegt und lest, sondern ich mag halt dann was unternehmen und da ist halt für mich Tauchen genau das Wichtige. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein sollte gesund sein. Ja, also das ist was grundsätzlich jeder lernen kann, auch in jedem Alter kann man das lernen, aber man muss halt einmal vom Doktor anschauen lassen, dass also aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht.